Wir sollten irgendwas machen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, aber seit Euro-Einführung. Das Problem ist folgendes. Wenn die Europäische Zentralbank auf dem Sekundärmarkt, wie es so schön heißt, ich übersetze es gleich, also bei den Banken, Versicherungen und Hedgefonds, so viel Euro-Anteile kaufen kann, wie sie will, um irgendwas zu stabilisieren oder irgendwas zu machen und nicht direkt bei den Ländern kaufen darf, das wäre ja noch ein ganz anderer Weg, dann passiert folgendes. Sie kaufen, sagen wir mal, massenhaft Euro-Anteile auf. Plötzlich werden die entwertet. Wer haftet dafür? Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in den Euro-Ländern, mithin auch in Deutschland, zu mindestens 27%. Ja, der Bundestagsvertreter, das ist meines Erachtens der Norbert Baumhocke. Hier wird zu klären sein, inwieweit die Europäische Zentralbank Kompetenzen in Anspruch nimmt, die nicht übertragen worden sind und von Verfassungswegen auch nicht übertragen werden durften und inwiefern der einzelne Bürger sich darauf im Rahmen der Verfassungsbeschwerde berufen kann.